Die Andacht zum Tag aus den Kirchengemeinden rund um Grünstadt und Bad Dürkheim. Gebt also sorgfältig darauf Acht, wie ihr lebt. Hier spricht Gabriele Witt-Esswein aus Grünstadt. Hallo. Wenn meine Oma früher in der Zeitung die Todesanzeigen gelesen hat, habe ich das oftmals ein wenig belächelt. Mittlerweile gehöre ich selbst zu denen, die nach den Todesanzeigen schauen. Die Information darüber, dass jemand gestorben ist, ist das eine. Aber die Anzeigen bringen mich immer wieder ein wenig ins Denken. Hinter jeder Anzeige steckt eine ganz persönliche Geschichte. Eine Lebensgeschichte. Und nun eine Geschichte des Abschieds. Da stehen junge Menschen neben Alten. Manchmal zeigen fröhliche Bilder Lebenssituationen der Verstorbenen. Todesanzeigen führen mir die eigene Vergänglichkeit vor Augen und lenken dabei den Blick auf mein Leben. Wie gehe ich denn mit der mir gegebenen Zeit um? Ich werde daran erinnert, bewusst zu leben, dankbar zu sein für jede Stunde, die mir geschenkt wird, dankbar für all das Gute, das mir gegeben ist, mich nicht von dem unterkriegen zu lassen, was bedrängt und bedrückt, achtsam mit meinen Mitmenschen und der Umwelt umzugehen. Ich kann den Tag genießen mit den kleinen Freuden des Alltags. Es müssen nicht die großen Dinge sein. Und dabei weiß ich, dass ich immer mit Gottes Segen unterwegs bin. So entsteht aus dem Dunkel des Novembers und dem Gedenken an die Toten eine Botschaft für das Leben. Daran möchte ich heute wieder denken. Sie auch? So bete ich. Guter Gott, mitten im Leben an Sterben und Tod denken ist nicht einfach. Aber wir wissen, dass der Tod zum Leben gehört. Das Geschenk derer, die gehen, ist, uns an das Leben zu erinnern, uns daran zu erinnern, dass wir lebendig sein sollen. Das Geschenk derer, die gehen, ist auch, uns an unsere irdische Begrenztheit zu erinnern. Wir besinnen uns darauf, dass unsere Zeit in deinen Händen steht. In diesem Wissen erhoffen wir für uns das ewige Leben, Leben in Fülle, wie es uns Jesus verheißen hat. So bitten wir um den Segen Gottes, der uns auf all unseren Wegen trostreich begleitet. Es segne und behüte uns der Herr. Er lasse sein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns seinen Frieden. Amen.